Hallo zum dieswöchigen Körpersprache-Rückblick Beyond Words, also jenseits der Worte. Diese Woche war es spannend. Wladimir Putin hat nämlich eine körpersprachliche Schwäche auf großer Bühne offenbart. Emmanuel Macron und Olaf Scholz, die starken Führer von Europa. Ein Körpersprachevergleich, der sehr ungleich ausgeht. Wie werden wir in Zukunft überwacht werden? Die Sportler geben uns einen Ausblick. Und Nacktkleider und die Mimik von Kim Kardashian. Außerdem ein Video, das uns zeigt, wie biegsam unsere Körper eigentlich wären. Bleib dran, schreib mir, welcher Beitrag dir am meisten gefallen hat, von welchem Beitrag du am meisten gelernt hast und teil dieses Video gleich jetzt. Russland hat am 9. Mai dem Sieg über Nazi-Deutschland gedacht. Die Rede von Wladimir Putin, die wurde mit großer Spannung erwartet. Ich habe mir die Körpersprache genau angeschaut. Einen Link zu einer ausführlichen Analyse findest du anbei. Wladimir Putin hat gezeigt, dass er eben kein großartiger Redner ist. Das ist nichts Neues. Das hat man schon seit Jahrzehnten gesehen. Er ist eher der Mann des Hintergrundes. Nun, die Inhalte waren das eine, die waren erstens auch nicht so großartig, wie man sie erwartet hat oder so provokant, wie man sie erwartet hat. Aber vor allem seine Körpersprache ist klein geblieben. In wenigen Augenblicken hat er versucht, etwas Größe zu zeigen. Aber aus der Analyse nehme ich einen kleinen Moment raus, und zwar am Ende sagt er sinngemäß für die Streitkräfte, für Russland, für den Sieg. За Россию, за победу! Ура! Sehr große Worte. Er setzt auch mit der Körpersprache an, sie etwas groß darzustellen. Aber er verhungert. Und sogar am Ende des Wortes, nämlich sie, dreht er sich quasi im Wort schon weg und verlässt die Bühne. Wie würden es große populistische Redner bringen, wie ein Emmanuel Macron, wie vielleicht ein Boris Johnson, ein Donald Trump, ja auch vielleicht ein Barack Obama. Sie würden die Worte immer mehr steigern. Am Ende würden sie die Worte wie das Wort Sie groß im Raum stehen lassen, um damit den Menschen Zeit zu geben, diese Großartigkeit auch zu verspüren. Wer großartige Worte sagt und sich am Ende wegdreht und geht, der versäumt eben diese Chance. Emmanuel Macron und Olaf Scholz, sie haben sich getroffen. Die Inhalte interessieren uns in diesem Video nicht besonders, sondern es geht um die Körpersprache. Sie sind ja höchst unterschiedlich. Der eine, Olaf Scholz, eher ruhig, eher zurückhaltend, eher sehr subtil in seiner Körpersprache. Und der andere, Emmanuel Macron, laut und schnell. Man erkennt das alles schon am Stehen. Wenn wir Olaf Scholzens Körpersprache beim Stehen beobachten, er ist leicht nach vorne geneigt mit seinem Kopf, macht einen Rundrücken im oberen Rücken, dann kommt ein Hohlkreuz und seine Knie sind auch wieder ein wenig durchgebeugt. Das signalisiert sehr wenig Aktivitätsbereitschaft, wenn jetzt ein Säbelzahntiger kommen würde. Man traut Olaf Scholz nicht zu, dass er den erstens bekämpft oder schnell wegläuft. Ganz anders Emmanuel Macron. Sehr aufrecht, den Kopf gerne ein wenig hoch. Man sieht schon eine Aufgespanntheit, auch seine Muskeln. Und damit erkennt man oder interpretiert man Aktivität und auch Tempo rein. Das ist auch für dich wichtig. Wenn du das Image des aktiven, des tatbereiten Menschen zeigen willst, dann erkennt man das eben schon am Stehen. Ein guter Tipp ist, mach ein Video mal von dir oder schau dir Fotos an, wie du stehst. Und genau so wirst du von anderen Menschen eingeordnet. Jetzt kommt es nur mehr darauf an, welches Image, welche Wirkung willst du damit erzielen. Willst du eher der ruhige Mensch sein, der Zurückhaltende, der die Sachen eher behutsam angeht, oder willst du der aktive Mensch sein? Deine Körpersprache beim Stehen gibt den Leuten dafür schon das nötige Versprechen. Und wenn du manchmal das Gefühl hast, die Leute erkennen deine Aktivität nicht, ist es vielleicht, weil du sie nach außen hin auch nicht zeigst. Rapid Wien-Spieler Stojkovic, er ist bei einem Zusammenstoß mit einem gegnerischen Spieler unglücklich auf den Rücken gefallen. Nun, das wäre nicht weiter eine Meldung wert, wenn er sich nicht ein wenig verletzt hätte. Und zwar warum? Er ist auf den GPS-Sender seiner Weste gefallen. Und das wird jetzt einige von euch überraschen. Ja, Fußballspielerinnen und Fußballspieler haben unter dem Trikot eine Weste mit allerlei Messinstrumenten. Genauso wie Formel-1-Fahrer, auch dort sind in den Anzügen und in den Handschuhen Messgeräte drinnen. Damit wird jeder Hautwiderstand, jede Herzfrequenz, jeder zurückgelegte Zentimeter gemessen.
wer jetzt ein wenig befremdlich schaut und sagt, jetzt weiß man sogar, wann der Spieler aufs WC geht. Ja, so ist es tatsächlich, zumindest solange er die Weste anhat. Und so weit sind wir davon nicht entfernt. All diese Uhren, diese Messgeräte und diese Tracker, die wir an uns tragen, die sind natürlich schon etwas befremdlich, weil damit Daten ständig geliefert werden. Allerdings muss man sagen, die größten Gesundheitsstudien und auch die lebensnähesten und damit relevantesten Studien dazu sind eben wegen dieser Geräte gemacht worden. Zum Beispiel die größte Herzstudie ist gemacht worden, weil über diese Apple Watch eben Daten ständig geliefert werden. Sie sind deswegen relevanter, weil man eben ein EKG oder eine Herzfrequenz nicht misst, während man beim Arzt ist und das immer erstens nur punktuell ist, also nur diese paar Minuten gemessen wird. Oder eben eine gewisse Aufregung herrscht. Wenn ein Mensch eine Uhr den ganzen Tag hat und die Daten ständig geliefert werden, sind diese Daten auch verlässlicher. Das ist das Positive. Es wird weitergehen. Es geht jetzt schon in die Blutzuckermessung und so weiter. Es wird weitergehen. Also nicht alles davon ist negativ. Allerdings muss man sehr genau aufpassen, was passiert mit den Daten und wo gehen die Daten hin. Denn wenn die Versicherungsbeiträge mit den Daten kombiniert werden und es so ist, dass ein Mensch, der ein paar Mal ein Problem mit seiner Herzfrequenz hat, dass der dann höhere Beiträge zahlt, dann ist es auch das Ende der Solidargemeinschaft. Das heißt, dass die Menschen, denen es gut geht, ein wenig mehr bezahlen und damit die Menschen unterstützen, denen es schlecht geht. Und jetzt kann man sagen, ja, warum soll ich für jemand anderen bezahlen? Warte, wenn du älter wirst, werden deine Gesundheitskosten steigen und genau dann wirst du froh sein, dass du in einer Solidargemeinschaft lebst. Aber keine politische Diskussion, ich will euch nur weiter oder mitgeben, warum so sehr daran geforscht wird, die Körperdaten zu messen. Kim Kardashian und das Nacktkleid, es ist bei Gott nicht ihre Idee. Kim Kardashian zeigt sich fast nackt. Sie hat ein Kleid an das Kleid von Marilyn Monroe erinnert. Sie hat sehr, sehr, sehr viel tun müssen, um in das Kleid zu passen. Sie hat sich vorher kasteien müssen. Sie hat in einen Saunaanzug gehen müssen, um auch wirklich viel Wasser aus ihrem Körper rauszubringen, dass man ihre Formen gut sieht. Diese Formen sind natürlich eine Unterstützung der Weiblichkeit, damit man auf große Distanz erkennt, es ist ein Weiblein, und zwar ein attraktives Weiblein. Das finden nicht nur Männer spannend, sondern auch Frauen spannend, weil es eben ein Ideal ist. Das Kleid liegt so eng an, dass man tatsächlich keine Zweifel mehr an ihren Körperformen haben kann. Das war nicht ihre Idee, Marilyn Monroe hat das in den 60er Jahren schon gemacht. Wenn wir hier diese Bilder anschauen, hat man fast das Gefühl, sie wäre nackt. Und das ist eben die Idee des Nacktkleides. Nun könnte man sagen, naja, wenn wir schon vom Gendern reden, dann sollten Männer auch Nacktanzüge und Nacktsmokings tragen. Schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr von Nacktsmokings halten würdet. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, beim Fototermin, Kim Kardashian weiß, wie sie reinschauen muss. Sie zeigt einen etwas lasziven Blick und das mag am Foto in bestimmten Momenten vielleicht attraktiv sein. Ich warne dich aber, wenn du so zum Bewerbungsgespräch gehst, wirst du den Job nicht bekommen. Ein Video, das mir schon mehrmals eingespielt wurde, vielleicht auch schon dir, das fasziniert mich unglaublich. Und zwar, die Dame macht die Overhead-Bins bei einem Flugzeug mit dem Bein zu. Und zwar, das Spannende ist, sie hebt das Bein nicht mit einem Schwung, sondern sehr langsam hebt sie das Bein hoch. Das heißt, die ist unglaublich gut durchgestretched. Die hat eine sehr große Beweglichkeit. Die Amplitude ist bei ihr noch groß und eine unglaubliche Kraft. Ein viele Kilo schweres Bein so langsam nach oben zu heben, das ist einfach eine große Leistung. Schick mir bitte ein Video, wie hoch du das Bein heben kannst. Das war's für diese Woche. Schreibt mir eure Kommentare. Ich bin immer total froh, wenn ihr einzelne Beiträge rausnehmt. Und wie immer, schickt mir gerne wiederum Beiträge. Vielleicht schafft es der eine oder andere in einen Wochenrückblick.